Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Video auf dem Kiefer-Channel. Heute ein bisschen leiser. Es ist 1 Uhr morgens. Ich edite gerade diese Videos für den englischen und deutschen Kanal. Und wenn ihr dieses Commitment feiert, gerne Däumchen nach oben für den Support da lassen. Auch gerne kommentieren für den Algorithmus. Ich sehe euch in den Comments. Kuss. Und auch abonnieren, wenn ihr neu seid. Würde mich echt freuen, wenn ihr den Kanal supportet. Aber jetzt erstmal. Heute USA, COTA, ein episches Rennen. Ich spoilere mal nicht zu viel. Qualifying episch, aber das Video ist geil. Und es gibt wieder viel Team Radio, also auch einiges auf Englisch. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, aber ich will das zu übersetzen. Das wird mich echt extrem viel Zeit kosten und ist gerade ein bisschen schwierig. Aber ich denke, die meisten von euch können es einigermaßen. Vielleicht funktioniert auch diese Auto-Generated-Funktion ein wenig. Aber ich habe trotzdem noch viel kommentiert. Ich hoffe, ihr genießt es. Team Radio. Abfahrt, genießt es, viel Spaß und wir sehen uns nachher im Recap. Qualifying Nummer 1, die letzte Runde, die wo zählt, wo der Grip am höchsten ist. Here we go, COTA. Eine Strecke, beziehungsweise tatsächlich die Strecke, die ich am meisten mochte in Event 3. Im letzten Video habe ich, glaube ich, gesagt, dass Mexiko das letzte Rennen war von Event 3, habe ich mich aber ein bisschen vertan. Und hier erstmal schön Apex verpasst, super gemacht. Aber wir hatten hier ein bisschen Struggle. Denn wir dachten, wir sind schnell, aber tatsächlich waren wir circa 1,5 bis 2 Zehntel langsamer, PB-technisch, als die schnellsten auf dem Grid. Das heißt, wir waren echt viel zu langsam, wir hatten einfach zu wenig Flügel. Und dann hatten wir richtig Panik, als wir das in der Trainingssession gesehen haben. Da haben wir Setups verändert. Freddy hat tatsächlich da mehr Flügel genommen, ich konnte es nicht zum Funktionieren bringen. Hier im Quali 1 fahre ich tatsächlich mit mehr Flügel und im Quali 2, wir haben ja keinen Park Fermé an den F1 eSports. Da habe ich dann mein altes Setup, mit dem ich getestet habe, wo ich auch im Training recht confident war, habe ich da einfach das genommen, auch wenn es langsamer war. Und es war letztendlich die richtige Entscheidung. Ohne Spoiler wegzunehmen. Also, COTA war echt eine Strecke, die ist ein bisschen ähnlich wie Silverstone, Suzuka, all diese schnellen Strecken, die liegen mir verdammt gut. Auch die technischeren Strecken. Während solche Strecken wie Monza und sowas meistens eben... Ich weiß nicht, die sind mir zu simpel, zu... Ach, keine Ahnung. Ich bin zu gewohnt, dass die modernen Strecken mit der Aerodynamik und sowas funktionieren. Deswegen, ja, das war mal wieder eine schöne Abwechslung, vor allem nach Monza und Mexiko. Aber trotzdem, die Runde war nicht so gut. Hat trotzdem gereicht, P13. Und damit waren wir erstmal im Q2, jetzt zur letzten Runde im Qualifying 2. Natürlich, wie wir wissen, mein größter Struggle, ins Q3 zu kommen. Und diesmal haben wir auch das Apex besser erwischt, in der ersten Kurve. Wichtig, dass man hier den Körper ein bisschen mitnimmt, je nachdem, welche Ride halt man hat. Und FPS natürlich. Und da haben wir den Linksblick nicht richtig hinbekommen, viel Zeit verloren. Waren trotzdem lila im ersten Sektor, mein erster Sektor war immer recht schnell. Dann hier hatte ich meist ein bisschen Probleme, knapp an einem Cut tatsächlich, also da waren wir echt gut am Limit, haben aber nicht mal so viel Zeit gut gemacht. Das ist eine komische Kurve, manchmal, wenn man es richtig schneidet, macht man sau viel Zeit gut, manchmal weniger Zeit. Und wir waren, glaube ich, auch einer der wenigen, die nicht hier über den Curb gefahren sind. Habe ich zwar auch mit rumprobiert im Training, fand ich jetzt aber nicht so prickelnd. Ich will auch schon mal vorwegnehmen, später im Rennen werde ich am Anfang noch hier sein, aber es gab, weil es ein Regenrennen war, mit Mixed Conditions von Regen zu Inter zu Trockenreifen. Sehr viele Team Radios. Und da werde ich euch dann auch mit den Team Radios wie in, ich weiß nicht mehr welches Rennen es war, ich glaube war es Sandford, alleine lassen. Oder nee, Österreich war das. Weil viele von euch haben das gefeiert. Und ja, dann hört ihr einfach mal wieder, wie das so läuft, wenn ich im Rennen bin, wie ich mit dem Team kommuniziere, das Team mit mir. Und das könnte, glaube ich, ganz interessant für euch sein. Aber jetzt erstmal um die letzte Kurve herum. Ich glaube, Freddy ist gerade Erster geworden. Wenn ich mich nicht täusche. Oder ich glaube, ich habe mich getäuscht. Und ich war nicht sicher. Achter Platz. Es hat aber gereicht. Und jetzt nochmal. One Shot im letzten Quali. Wir hatten natürlich wieder nur einen frischen Reifen. Alles, was zählt. Jetzt muss es 100% passen. Erstes Apex. Besser erwischt als in beiden Qualis davor. Hätten ein bisschen später einlenken können, aber trotzdem an sich. Apex mal getroffen. Kein Lockup. Jetzt hier links, rechts, schön über die Curbs rüber. Und diesmal haben wir den Links-Cut auch erwischt. Das sieht doch gut aus. Sehr guter erster Sektor, wirklich sehr stark.
Ich glaube, das war fast, ich weiß nicht, ist es eine 091, 901 oder 981. Wenn es eine 901 ist, ist es beinahe PB, glaube ich. Das war ein sehr starker erster Sektor. Jetzt haben wir uns hier leicht verbremst. Der Mittelsektor war immer so ein bisschen mein Struggle und die vorletzte Kurve im letzten Sektor. Tatsächlich, die letzte Kurve hat sehr viel Zeit, das unterschätzt man. Jetzt ist es wichtig, hier den Cut mitzunehmen in. Schön über diesen Randstein drüber brettern, haben wir nicht perfekt gemacht. Trotzdem sind wir auf einer richtig starken Runde. Wir sind lila im ersten und zweiten Sektor. Rein in dieses, sieht ein bisschen aus wie so ein Baseball-Pitch. Leicht am Apex vorbei. Einen kleinen Quersteher, das hat uns ordentlich viel Zeit gekostet. Aber trotz allem sind wir immer noch auf einer starken Runde. Erster Sektor, zweiter Sektor, wirklich solide. Jetzt hier nur kein Off-Track holen, bisschen auf Nummer sicher, wir sind nicht ganz am Limit. Auch hier haben wir nicht genug gecuttet. Nochmal eine kleine Korrektur und es ist eine 31614. Und jetzt lasse ich euch mal hier mit dem Team Radio, wie die Spannung ist, um zu gucken, wo ich bin. Wir sind ganz knapp hinter Thomas Ronha. That was really bad. We're lucky. Yano invalid. Yes! Fresh. Let's go! Let's fucking go, man! Let's fucking go! Good job, man. Dude, we're fucking shit set up! Und ihr hört die Freude, trotz schlechterem Setup, wir wussten es, habe ich mich in so einer Lage wirklich als Dritter qualifiziert. Das war mein zweitbestes Qualifying nach Imola. Super happy, Freddy direkt hinter mir, also top, besser geht's nicht. Aber Freddy hat natürlich wegen Mexiko eine 10-Platz-Strafe, ansonsten wären wir hintereinander gewesen im Rennen. Wie gesagt, es regnet nun und wichtig ist es, einen guten Start zu erwischen. Wir sind diesmal auch auf Wets gestartet. Jano hatte, glaube ich, ein klein bisschen besseren Start. Wir hatten trotzdem gute Traktion oder es sieht ungefähr ähnlich aus. Bari einen sehr starken. Wir versuchen jetzt natürlich spät zu bremsen. Hoffen, dass Thomas uns nicht aufhält, was hier eventuell passieren könnte. Und damit wäre Jano vorbei. Jetzt haben wir aber die Innenlinie. Und Jano ist ein sehr, sehr schlauer, intelligenter Fahrer. Der zieht da lieber raus und wartet auf eine Möglichkeit, wo später vielleicht eine Chance wäre. Und zu Jano. Jano, seine Race Pace im Regen ist immer sehr, sehr stark in F1 22 gewesen. Und ihr werdet das jetzt auch später sehen. Da gab es einen Moment als nächsten Clip, wo Jano uns attackiert und mir gesagt wird, er hat 90% ERS. Und ich war dann frustriert, weil als er uns überholt hatte, kleiner Spoiler, da war er nicht auf 90% ERS. Und deswegen habe ich ihn dann auch nicht mehr verteidigt. Ich hatte weniger ERS, aber hätte ich gewusst, er hätte nicht 90 gehabt, sondern irgendwie so 60 oder so, dann hätte ich meine ERS benutzt, um vor ihm zu bleiben. Und dieser Moment kommt jetzt. Ihr werdet es im Teamradio hören, meine Frustration ist da echt, das hat mich ein bisschen genervt, weil ansonsten wäre ich vielleicht vor Jano geblieben, wenn ich meine ERS benutzt hätte zum Verteidigen. Ja. Jano in the low 90s on ERS. Low 90s ist ja trotzdem viel gegenüber uns gerade, deswegen entscheide ich mich jetzt auch, okay, wir pushen nicht weiter, wir lassen ihn vorbeiziehen, macht keinen Sinn. Und ab hier werde ich euch jetzt auch mit den Teamradios lassen. Ich wollte euch nur kurz Kontext dazu geben. Ihr werdet die Strategie hören. Es ist alles zwar Englisch, tut mir leid. Aber ich glaube trotzdem, ihr werdet es feiern. Deswegen viel Spaß damit und ich höre euch dann am Ende vom Video. Haut da rein, Leute. Bis später. Und gerne Däumchen da lassen, Comment für den Algorithmus und abonnieren. Kuss. No info right now. Jarno was on 60 as he overtook you. Apologies, Marcel, the feed was still showing you on the straight, so Jarno was at 60 when he overtook you on us. So it's looking like track will be dry in about 30 minutes, probably the medium due to overheating.
Hey boys, weather info, looking like inter weather in 10 minutes. 10 minutes left of this race. Yano on 80. It's gonna dry up. 10 minutes. Okay, full wet seems to be the fastest tyre for now. According to the data, track will be ready for an inter in around 5 minutes. That will last for about 10 minutes before dry. Or is it worth it to go for inters? Anyone is there? One. It's probably end of 13. They don't want it, however they're on. R1. Barry 1, Paraton 2. Barkalek and Smith on an inter, we are monitoring. It's hard to say if inters or wets are better right now. Check your MFD for a new strategy option. Yeah, I think so. It? 20. 20 box. Yep. Box ready. My feet. Yes, box this lap. You're saying 15 minutes on data, looking about 21. How long is the soft start? It'd be overheating with pressures, that would be the worry, Marcel. The softs are an all round the first tyre, the worst on all stints. Not soft last 9 laps, but remember about the pressures on this one. Yeah, I think it's gonna dry up like before our next lap. No, I'm gonna go mediums, all good, but I wanna know, like, what is the temperature gap? Is it overheating? Marcel. 85. Check off my tires, please. Tire test. Get to the next lap. Probably wrong, but that's why we need to check. Copy. There's actually no rain coming anymore. So surface 95 is overheating. Carcass 85. Am I overheating? Check my tires, because I can't do it in the race. You're fine. You're saying lap 21 or more like lap 22? But inter is still the right tyre right now. If you wanted to gamble, it would be the end of next lap. That's what I know. Yeah. End of next lap, I think, Marcel. I still think it's too early. No, I mean like end of next lap. Yep. I guess I just have to accept. End of 21 could still be the optimal, Freddy. What do you think you're gonna 80, right?
85. You hit 95 from right through the S's, Marcel. I genuinely think it could be end of this lap for a gamble. I need to know if you're pitting. Yes, let's go. And away we go. No problems, very smooth. Yep, don't go in. Guys, are you kidding me? Guys, I'm already on top. The only box that lap, Marcel, there was no data available. Am I pitting? Oh, no. I have 21.5. Dan is adamant that the medium is the better tyre. Whoopee. It's 5 laps. Mercedes on soft. Which Mercedes? NMS. Everyone's on soft. Except me. Longgate on 3, bottom at Inter, Weigand on 3, Blakely 2, Carrot on 3. I don't know what Simon's penalty status is, Marcel, so if you can get it done on track, please do. Yeah. Can't say anything except I was f***ed up for myself, big time. Yep, we can debrief, but... I'll try and explain from our point of view where things were, but yeah, you both drove excellently, and I'm sorry we couldn't deliver a better result for you, Marcel. Longer actually, until the end on that. Funny P5. Shame, Marcel, you're not winning that race. Yeah, I guess we need to look at a lot of things after that one. Jo, Frustration, so kann man das beschreiben. Es ist natürlich ärgerlich, aber wir verlieren und wir gewinnen als Team. Wir haben die Strategie einfach verkackt, ganz einfach. Also der erste Call war sehr spät. Der zweite Call haben wir einfach versucht zu riskieren und den ersten Call wieder gut zu machen. Ging überhaupt nicht gut, es war noch zu nass. Und letztendlich haben wir dann gerade noch so Platz 9 geholt, was eigentlich echt eine gute Leistung war, nachdem wir die Strategie so verkackt haben. Ja,
Bisschen ärgerlich, aber ich glaube trotzdem, das Rennen war unterhaltsam. Es war cool, mal sowas zu sehen. Ich finde auch die Struggles zu sehen, müssen sehr interessant sein für euch da draußen. Einfach mal zu gucken, ey, wenn es mal wirklich alles schief läuft, wie geht man damit um? Wie machen die das, die Profis? Und ja, ist ein gutes Beispielvideo. Einige Videos in F1-22 waren leider ein gutes Beispielvideo dafür. Dennoch hoffe ich, es hat euch gefallen. Und ich danke euch, dass ihr bis hierhin gesehen habt. Könnt auch gerne was dazu schreiben, wenn ihr es bis zum Ende geguckt habt. Kuss geht raus, danke für euren Support und ich wünsche euch einen schönen Tag. Euer Marcel, bis im nächsten Video. Peace.